Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zum Warum zockst du Projekt. Ja, im letzten Part haben wir ja die großen YouTuber gesehen, die wir auf der Gamescom drauf haben. Aber heute kommen wieder die normalen Einsendungen dran. Und ja, wer heute dran kommt, werdet ihr gleich sehen. Wenn ihr natürlich auch Bock habt, unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Und natürlich auch die Regeln, wie ihr mitmachen könnt. Einfach an das alte Video anschauen, drunter schreiben, mir das Video senden und ihr seid dann vielleicht schon am nächsten Sonntag zu sehen, wie der Kerl da gleich dran ist. Ich hoffe, ihr schaut auch bei seinem Kanal vorbei, der Link von seinem Kanal ist unten auch in der Videobeschreibung. Und dann viel Spaß, einen Daumen und teilt auch das Video. Bis dahin, ciao! Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Was-zockst-du-Video. Mein Name ist TheLifeHaus alias T-Life und was ihr im Hintergrund seht, ist eine kleine Game-Aufnahme von Team Fortress 2, die ich gemacht habe. Aber kommen wir zum Eigentlichen, nämlich zu dem Warum zockst du? Warum ich zock, ist ganz einfach erklärt. Ich bin leidenschaftlicher Spieler, um genau zu sein, genauso wie Recon LP in dem Falle, bin ich ein leidenschaftlicher Retro-Spieler. Das heißt, ich spiele oftmals Spiele so wie Super Mario World oder auch unter anderem Mario Kart, allgemein die alten Spiele, die mag ich ganz gerne. Also so wie SNES. Oder auch Nintendo GameCube, so wie Super Mario Sunshine etc. Oder auch so wie, weiß das ich, verrückte Sachen halt. Also sprich, auch The Legend of Zelda. Es ist immer ganz unterschiedlich, aber auf jeden Fall, um auf das Hauptthema zu kommen, ich bin ein leidenschaftlicher Retro-Spieler und ich liebe es einfach, die alten Games zu zocken. Ich bin auch froh darüber, dass ich das machen kann. Und der Grund, warum ich auf YouTube bin, ist einfach der, dass ich Spaß an der Sache habe, die ich mache. Nämlich bin ich ebenfalls leidenschaftlicher Let's Player und zocke von daher Spiele, die mir richtig Spaß bringen. Je nachdem, wie ich immer Bock habe, versuche ich natürlich auch die Spiele dann zu zeigen. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich sagen wollte. Ich hoffe, dass euch dieses, ja, sagen wir mal, kleine, aber feine, schöne Warum zockst du Video gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mir natürlich, wenn ihr wollt, dafür einen Daumen hoch geben. Natürlich auch abonnieren, wenn ihr wollt. Und das war's von mir mit Warum zockst du? Bis dahin, ciao, ciao, euer TheLifeHaus.